Ja, wir überspringen mal das Getröte am Anfang, aber ja. Gut, dann ist es ja Zeit für die Heilung. Wird gemacht. Angestellte beim Reisebüro Satella. Sie organisierte die Bildungsreise, um ihre Firma von dem Bankrott zu retten. Hier endet unsere Arbeit natürlich nicht. Es ist unsere Pflicht, alle zu versorgen, die wir gerettet haben, und ihnen alles zu hören. Ach ja, so ist er denn. Die Gutste. Da ist er. Ich bin Chiwi vom Reisebüro Satella. Das lässige Abenteuer für jeden Geldbeutel, das ist unser Motto. Es tut mir wirklich leid, dass ich dir so viel Mühe gemacht habe. Also, das ist vielleicht nicht ganz der passende Moment, aber ich frage mich, ob so eine Rettung eigentlich von der Versicherung gedeckt ist. Besprechen wir die Versicherungsfragen später. Sie lassen sich wahrscheinlich nicht so einfach beantworten. Wahrscheinlich hängen die Kosten von den genauen Umständen ab. Sag mir bitte später Bescheid, wie es sich genau verhält. Zuerst muss ich als Reiseleiterin der Bildungsreise zu dem neuen Planeten für die Sicherheit unserer Reisegäste sorgen. Wirst du unsere noch fehlenden Gäste suchen? Ich wäre dir sehr dankbar und hätte auch eine kleine Belohnung für dich. Oh Gott, da kommen noch 5. Na dann. So, einen können wir eh noch retten. Wir machen erst die Tagesmission, dann die Nachtmission. Ja! So, der Untätigkeitsalarm, damit wir endlich mal alle nach Hause schicken können. So, dann wissen wir auch, wie viele Schätze wir noch haben. Hallo? Aufbrechen. Es gibt nur noch einen Schatz. Super, das ist dann quasi die Zwiebel. Beziehungsweise... Doch, stimmt, eine Zwiebel. Warte mal, doch, ein Schatz noch. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Zwiebel weiß ich, wo ich den Typen retten kann, weiß ich auch. Aber wo ist der letzte Schatz? Werden wir noch rauskriegen. Ah ja, stimmt. Eingebuddelt. Steht schon wieder einer untätig rum. So, wir haben da drin 2 rumstehen. Drei sogar, gut. So wird doch ein Schuh draus. So. Dann gucken wir noch mal kurz. Ach, da ist noch ein Schatz. Kann ich runterspringen, oder? Ha ha ha!
springe auch von oben runter. Geht schneller. Moment, was habe ich übersehen? Jetzt bin ich mal gespannt. Eine Aubergine. Woher war das da so eindeutig zu finden? Naja, gut. Yay, jetzt können wir 80 Pikmin mitnehmen. Du kannst jetzt 10 Pikmin mehr mitnehmen. Damit sollte das Gucken einiges schneller vorangehen. So, die Knopfknollen-Mission haben wir auch fertig. Warten wir noch, bis sie die Aubergine weggebracht haben, weil dann gibt es ja keinen Schatz mehr. So. Eiswege, okay. Lass Wasser gefrieren und Abkürzungen zu schaffen. Gefrorene Wasser können allerdings keine Schätze transportiert werden. Echt? Mehr Pikmin, verliere sie nicht. Eine Grundregel beim Tandori. Kennst du die Grundregel? Dann beweise es mir. Okay. Ja, das Eis soll ja auch schmelzen, was? Meine Fresse. So, was bist du denn für ein Vieh? Man kann unter Wasser nicht holen. Mann, ich hasse das. Schau mal, sehr schön. Oh nee, hier muss man noch was ranhängen. Oh.
So, clever aufgeteilt. Vorne Wasser rüber. Okay. Oder? Nee, geht doch so. Geht doch so. Papa! Ach, Mama! Oh, das ist noch ein Entchen. Sekunden. Die Goldmedaille sollten wir aber schaffen eigentlich. Das war jetzt aber einfachst dann so viele, sag ich mal. Gut, zwei fehlen noch. Ist egal. Eins hat nur noch gefehlt. Ach, und ein Gegner noch. Verdammt. Wir brauchen eh nur Gold. Vielleicht mache ich die Platin-Sachen mal außerhalb der Aufnahmesessions. Mal gucken. Jetzt die zwei Nachtmissionen. Und da sind wir auch schon wieder am Ende einer Folge. Diesmal wird es wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden. Die Pikmin-Farmen. Naja, klar, Fehler, wussten wir doch schon. Hey, das Gebiet soll noch dezent erforscht.
So, okay, steht mir untätig rum. Wir könnten. Ja, gut. Ich meine, bringt ja nichts. Gibst du noch ein paar Knopfblumen? Nee. Ja, der lebt ja noch. Okay. Gut, wir müssen ja alle besiegen. Und enden. Alles. Sehr schön. Warte mal, wie gehen sie denn lang jetzt da hinten? Passt schon. Jetzt hätte ich es jetzt um hier geholt. Hab das bald. Muss aber sagen, es war ein schönes Gebiet. Also kann man nicht meckern. Ach ja, wäre halt schöner, wenn wir mehr Honig noch irgendwo hätten, aber nein, gut. Ja. Achso, weil ich ein paar reingesteckt hatte und die sind jetzt diejenigen, die, ja, passt. Oh ja. Allein mit euch und den Tag beenden. Denn wir müssen noch die Nachtmission machen. Warte mal, weil wir einen gerettet haben, kriegen wir gleich zwei Motivationen. Was? Von Dusselbeere, die Aubergine. Okay. Es gibt da etwas, das mir Sorgen macht. Nachts sind die Kreaturen dieses Planeten sehr aggressiv und sie haben diese roten Augen. Sind wir hier überhaupt sicher? Nein. Bleib einfach im Raumschiff und kein Problem. Selbst wenn wir angegriffen würden, würde uns Digo beschützen. Stimmt doch, oder? Klar. Was hat denn das plötzlich mit mir zu tun? Das stimmt natürlich. Tut gut, das zu hören. Ich danke dir, Digo. Klar doch, ist mir ein Vergnügen. Was für ein Ärger, aus der Sache komme ich wohl nicht mehr raus. Wahrscheinlich nicht so einfach. So, mal gucken, wen wir jetzt gerettet haben. Ja, komm, überspringen. Gut, dann ist es jetzt Zeit für die Heilung. Wird gemacht. Naja. Eine Streamerin, die sich hier neue Inhalte und Follower erhofft. Ihr ausgefallener Stil stieß bisher auf wenig Interesse. Tja. Malti. Hier endet unsere Arbeit natürlich nicht. Es ist unsere Pflicht, alle zu versorgen, die wir gerettet haben. Bla bla bla. Verstanden. So. Mit dem müssen wir alles quatschen. Euch noch nicht. Wo ist er denn? Da hinten links. Die eine Person. Ich bin ja richtig plattig. So viele Pikmin in einer Truppe. Versuch doch noch mehr Pikmin anzuführen. Wenn das jemand schaffen kann, dann natürlich du. Ja. Noch zwei Knopfknollen. Gibt's im nächsten Gebiet. Da
ich bin dir echt voll dankbar, dass du mich gerettet hast und so. Ich bin Nauti. Ich wollte auf eine Reise neuen Content für meine Follower klar machen, aber meine Kamera ist kaputt gegangen. Krass, oder? Und ich wurde sogar voll belaubt, aber ich konnte ja eh nichts drehen. Ich meine, das ist alles überhaupt echt passiert? Ah, guckst du so schrecken? Keine Like von dir, oder was? Jetzt, du willst wissen, wer ich bin? Oh, ja, komm, du bist nicht bekannt. Was schaust du mich so an? Dutzende! Und das ist erst der Anfang. Oh, warte mal, ich sollte doch... Und irgendjemand müsste ich da jetzt ein Zeug kriegen, dachte ich. Wenn ich drei Gebiete zu 100% erforscht habe. Hätte ich gedacht. Offenbar eher nicht. Nur umgestalten. Ach doch, hier. Meine Fresse. Du hast also alles im Griff, ja? Da musst du schon mehr bieten, um mich zu überzeugen. Digo. Hm? Tja, du bist wohl doch nicht so ganz fertig, Grünschnabel. Also halt dich ran und bring die Arbeit zu Ende. Ja, das vierte Gebiet noch. Das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. So, Motivation. Trainieren. Kleinere Punktkäfer haben keine Chance mehr. Und der nächste ist... Ganze Horde roter Pikmin ist nicht so angriffsstark. Ah ja. Okay. Pflücken. Ja, komm, nehmen wir gleich noch mit. Das ist nochmal schneller. Ja, okay. Warte, Joe. So. Hi. Mahi. KP-Versteiger. Nee, machen wir mal nicht. Zwei Nacht-Expeditionen? Ach ja. Oh, hier gibt es wieder zwei Bauten, okay. Hallo? Mist. Okay, das lassen wir mal sein. So, welchen greifen Sie zuerst an? Da hinten kommen sie. Da hinten kommen sie. Oh.
Mein Ding ist angegriffen. Käfer kommt. Hey, hey, hey. Jetzt nicht so stressig wie den ersten, muss ich sagen. Ja, komm, ich habe zwei, das weiß ich doch. Ich habe zwei gerettet. Gibt's jetzt aber beim nächsten Dreier? Das wäre jetzt aber dann mehr als merkwürdig. Gibt's auch eine Nachtexpedition bei der letzten Map? Fragen über Fragen. Hey, erfolgreich. Bon. Die Nachtexpedition ist beendet. Schön, dass du wieder da bist. Haha, endlich ist es soweit. Amen. Russ, was hast du denn zu später Stunde noch in deinem Labor gemacht? Mühle. Seht, meine jüngste Erfindung direkt aus dem Labor. Dieses Gerät kann perfekt beliebige Stimmen imitieren. Mamme. Und? Wie hilft uns das bei der Arbeit? Aha, nur ein Narr, der die historische Relevanz großer Erfindungen nicht zu schätzen weiß, würde so etwas sagen. Wirklich, Colin? Das war jetzt schon etwas gemein, findest du nicht? Jo. Aber ich habe doch gar nichts. Ich würde doch niemals würde ich so etwas sagen. Das war. Russ? Wie? In dem Fall ist das hier historisch relevant. Hm, das Ding bleibt im Schrank. Das ist dein Befehl. Ich möchte hinzufügen. Haha. Was zur Hölle? Okay. Das war definitiv nicht historisch relevant. Nick, 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 nick. Letzte Nachtmission. Nabel. So, gibt's jetzt etwa drei? Ne, eigentlich nicht, ne? Oh Gott.
Ach so, da steht's ja, Mensch. Für je 5 Leuchtpigmen erhalte ich einen Leuchtzauber. Oh, da kriege ich aber viele jetzt zu Beginn, oder? Gleich zu Beginn so viele, hä? Zeiger, ey. Es gibt hier nur einen Bauer, okay. Hey, 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 hey. Der ist gerade erst wieder. Schade, dass man nicht alle Weiber laufen kann. Die haben sie allerdings kaputt gemacht. Diese Schweine. Das ist ein beschissenes Sandori-Level diesmal. Echt. Ist halt immer so, dass wir die eher aufhalten müssen. Naja. Und die roten Punktgeber.
schön, wenn ihr euch behindert. Hey, geschafft. Sehr schön, das war erstklassige Arbeit. War wahrscheinlich gut, dass ich diese kleinen Viecher am Anfang ausgeschalten habe. Das war eine sehr gute Arbeit heute Nacht. Ach ja, na dann. Na stimmt, die zwei haben jetzt noch gefehlt. Tja. Aber wir haben 3 Kapseln. Sag mal, Neuling, nutzt du auch diese Leuchtsamen, die du erhältst? Vergiss sie bitte nicht, ich würde zu gern mehr über Leuchtpigment erfahren, also probiere ruhig mal Sachen aus, ja? Da ich hier auf der Shepard festsitze, sind meine Experimente nämlich Grenzen gesetzt. Spaniel! Du stellst doch nicht etwa schlimme Experimente mit den Leuchtpigmen an, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Dann mach dir mal keine Sorgen. Außerdem sind Leuchtpigmen hart im Nehmen. Feuer, Eis, Elektrizität, nichts macht ihnen etwas aus. Nicht mal Gift. Also könnte ich sowieso gar nichts Schlimmes mit ihnen anstellen. Selbst wenn ich wollte. Und jetzt erklär mir bitte noch, wie du das alles herausgefunden hast. Naja, das ist die Frage, ne? Na dann, Freunde, wir gucken mal, ob wir jetzt hier im Tag nochmal irgendwas kriegen, aber ich glaube nicht. Von daher sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Pikmin 4, hier auf meinem Kanal. Tja, wir können nichts weiter machen, wie ich mir dachte. Dementsprechend geht es dann in der nächsten Folge zum nächsten Gebiet. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch. Lasst einen Daumen hoch da, schreibt was in die Kommentare, empfehlt mich gerne weiter. Und wie immer, bis dahin. Gucken wir nochmal hier kurz. Oh yeah. Häkchen, Häkchen, Häkchen. Sehr schön.